Hallo Wilma. Hallo Freddy und natürlich hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst am dritten Advent. Du hast ja noch ganz schön viel Schnee auf deinem Schneckenhaus liegen. Oh ja. Ich bin so gerne draußen, wenn es geschneit hat. Da können wir Schlitten fahren und eine Schneeballschlacht machen. Ich spiele auch gern im Schnee. Am liebsten tobe ich durch den Schnee und hab so richtig viel Spaß dabei. Wilma, hast du die ganzen schönen Schneeengel eigentlich schon entdeckt, die ich in unserem Garten gemacht habe? Ja klar, das hast du sehr gut gemacht. Ich bin trotzdem lieber mit meinem Schlitten unterwegs. Das macht dir halt mehr Spaß. Sag mal, Freddy, diese Schneeengel, können die auch eine Bedeutung haben? Naja, es gibt einige Geschichten in der Bibel, wo es um Engel geht. Aber nicht um Schneeengel. Wenn du willst, können wir uns eine Geschichte anhören. Da geht es auch um einen Engel. Oh ja, unbedingt. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin der Engel Gabriel. Vielleicht hast du ja schon einmal was von mir gehört. Letzte Woche war ich schon bei Freddy und Wilma und bin der Maria begegnet und habe ihr eine mega gute Nachricht überbracht. Ich habe zu ihr gesagt, dass sie schwanger werden wird und dass sie das Baby Jesus nennen soll. Es wird der Sohn Gottes sein. Die Maria war ziemlich erschrocken. Sie hatte aber keine Angst, weil sie auf Gott vertraut hat. Es war trotzdem nicht einfach für Maria. Sie erzählte ihrem Verlobten Josef, was ich zu ihr gesagt hatte. Der konnte das gar nicht glauben. Der dachte, dass Maria vielleicht einen anderen Mann heiraten wollte. Deshalb wollte Josef sie verlassen. Er dachte, es sei das Beste für ihn und für Maria. Josef war traurig, aber er hat einfach keine andere Lösung gesehen. Er liebte Maria und er wollte Gott vertrauen. Aber er konnte einfach nicht glauben, was Maria ihm erzählte. Und dann kam ich wieder ins Spiel. Als Josef geschlafen hat, bin ich ihm begegnet und habe ihm einfach die Wahrheit gesagt. Er kann Maria heiraten. Sie hat keinen anderen Mann. Das Kind, das sie bekommen wird, ist vom Heiligen Geist. Es wird ein Junge und sie sollen ihn Jesus nennen, habe ich ihm gesagt. Dann habe ich ihm noch erklärt, dass Jesus einmal alle Menschen von ihren Sünden retten wird. Ich glaube, Josef hatte es fast verstanden. Dann erinnerte ich ihn noch daran, was schon im Alten Testament steht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel, das bedeutet Gott mit uns. Und genau das geht jetzt in Erfüllung. In dem Kind kommt Gott allen Menschen ganz nah. Danach ist Josef aufgewacht und er war richtig erleichtert und froh. Jetzt wusste er, dass Maria die Wahrheit gesagt hatte. Und Josef wollte Gott vollkommen vertrauen. Sofort ging er zu Maria und redete mit ihr. Maria war sehr glücklich, dass Josef ihr jetzt glaubte. Sie danken Gott und bald feierten sie ihre Hochzeit und freuten sich gemeinsam auf das Kind. Gott hatte etwas Besonderes vor mit Maria und auch mit Josef. Da hat sich Gott schon die Richtigen ausgesucht, weil sie beide Gott vertrauten und Gott ihr Herr war. Hey, das wünsche ich dir auch, dass du weißt, dass Gott bei dir ist, dass du ihm vertrauen darfst und dass du nicht alleine bist. Das war ja ein cooler Engel. Ja, Wilma, wie gut ist es zu wissen, dass wir Gott an unserer Seite haben und ihm unser ganzes Leben anvertrauen dürfen. Oh ja, Freddy, echt cool. Jedes Mal, wenn ich jetzt einen Schneeengel sehe, kann ich mich an die Geschichte erinnern und weiß, dass Gott mein Freund ist und ich ihm vertraue. Tschüss! Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet die dritte Kerze brennt, nun tragt euch
Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst am 4. Advent. 3. Advent. Okay.